In diesen krisenhaften Zeiten ist der Plausch mit einer Touristengruppe wohl eine willkommene Abwechslung. Der Präsident des Bremer Senats kehrt von anstrengenden Verhandlungen mit den Länderchefinnen und Chefs zurück. Lösungen für die Energiekrise gibt es keine, aber einen Beschluss. Die Menschen leiden sehr unter den steigenden Preisen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass der Gaspreisdeckel schneller kommt als geplant. Dass der möglichst auf Anfang Januar vorgezogen wird. Und wenn das nicht geht, aus technischen Gründen, dass man dann noch mal eine Einmalzahlung leistet, damit es kein Januar- oder Februarloch gibt. Und das findet sich auch so im Beschluss der Länder wieder. Der Beschluss der 16 Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Er kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Probleme der Länder nur zusammen mit dem Bund gelöst werden können. Anstelle des Kanzlers kamen heute aber nur Wirtschafts- und Finanzminister. Immerhin haben sie den Länderchefs eine Teillösung mitgebracht. Uns ist berichtet worden, dass die Strompreisbremse ebenfalls zum 1. Januar in Kraft treten soll, einschließlich auch einer Entlastung, etwa in dem gleichen Umfang, wie das beim Gas vorgesehen ist. Das begrüßen wir sehr. Besonders für einkommensschwache Mieter sind die steigenden Energiepreise ein Problem. Genauso wie für Kliniken. Bremen unterstützt deshalb die Forderung nach zusätzlichen Hilfen. Die Expertenkommission hat ja vorgeschlagen, dass es einen Hilfsfonds für Härtefälle gibt und einen Hilfsfonds für soziale Dienstleister, insbesondere Krankenhäuser. Und auch da habe ich mich dafür eingesetzt, dass das klar und deutlich im Beschlussvorschlag der Länder so benannt wird und gegenüber dem Wirtschaftsminister auch deutlich gemacht, Herrn Habeck, dass der Bund diesen Auftrag annehmen muss. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet am 2. November statt. Dann kommt auch der Kanzler. Die Länder erwarten Entscheidungen.